Assalamu alaikum, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das erste Video von einer Serie von Videos sein wird. Und diese Serie wird das Thema Diskrepanzen in der Bibel behandeln. Heute geht es um das Thema, an welchem Tag starb Jesus. Dafür werden wir zwei Evangelien vergleichen heute, werde ich das mit euch machen. Nämlich das Evangelium von Markus und das Evangelium von Johannes und die Passagen betrachten und vergleichen, die das Thema betreffen, nämlich wann, an welchem Tag starb Jesus. Doch bevor ich damit anfange, will ich eine kurze Einleitung und zu diesem Thema Diskrepanzen in der Bibel machen. Und zwar werde ich das vorlesen, was der Dr. Bart Ehrman in seinem Buch Revealing the Hidden Contradiction in the Bible and Why We Don't Know About Them, will ich das kurz als Einleitung hernehmen. Der Dr. Bart Ehrman ist ein wissenschaftlicher Religionswissenschaftler, der jahrelang sich mit dem Thema Neuen Testaments sich befasst und auch dort sich spezialisiert hat und viele Bücher zu diesem Thema geschrieben hat. Dr. Bart Ehrman sagt: "At about the time I started to doubt that God had inspired the words of the Bible." Das heißt, mit der Zeit hat sich bei sich die Frage gestellt, ob wirklich die Bibel Gott inspiriert ist. I began to be influenced by Bible courses both from a historical critical perspective. Er ließ sich mit der Zeit beeinflussen von Kurse, die von einem historisch-kritischen Perspektive geschrieben wurden. I started seeing discrepancies in the text. Er hat angefangen, Diskrepanzen in der Bibel zu finden. I saw that some of the books of the Bible were at odds with one another. Das heißt, er stellte fest, dass manche Evangelien im Kontrast zu den anderen Evangelien standen. I saw that some of the books of the Bible were at odds one another. I became convinced by the argument that some of the books were not written by the authors from whom they were named. Das heißt, er wurde überzeugt, lang und lach, dass die Evangelien nicht von den Autoren geschrieben worden sind, von denen sie angeblich geschrieben seien, von denen sie angeblich geschrieben wurden. And I began to see that many of the traditional Christian doctrines that I had long held to be beyond question, das heißt, mehrere von diesen christlichen Doktrinen, die für ihn nicht fraglich waren, hat irgendwann such as the doctrine of the divinity of Christ, das heißt die Gottheit von Christus, and the Trinity and the doctrine of the Trinity, das heißt Doktrin der Trinität, were not present in the earliest traditions of the New Testament. Die waren nicht vorhanden in den alten Traditionen des Neuen Testaments, but had developed over time and had moved away from the original teachings of Jesus and his apostle. Das heißt, diese Doktrin der Gottheit Jesus und die Doktrin der Trinität waren gar nicht präsent in der traditionellen Alten Testament. Und laut ihm, und das ist sein Fachgebiet, wie gesagt, er hat sich in diesem Bereich spezialisiert und der ist auch Professor in vielen Universitäten und der hält solche Kurse auch. Das ist sein Fachgebiet. Und laut ihm, dass diese Entwicklung, diese Trinität, Theologie der Trinität und Gottheit Jesus hat sich über Zeit entwickelt und gar nicht präsent in dem Alten Testament war. Er sagt weiterhin: "The Bible seemed to me to contain inspired literature, in that it could inspire true and useful things about God." Das heißt, die Trinität, die Bibel enthält Sachen, die zum Beispiel ein Bild vom Gott
geben, also und auch in Sachen wie zum Beispiel, was ist gut, was ist schlecht ist. But it was still the product of human hands and contained all the kind of mistakes that any human undertaking will bring. Aber es blieb ein Produkt, die Bibel für ihn blieb ein Produkt von Menschen und deswegen enthält alle Arten von Fehler, die er so ein Menschenwerk enthalten kann. Jetzt kommen wir zu unserem Thema, wann starb Jesus überhaupt? Bevor wir damit anfangen, müssen wir ein Thema behandeln, die eine große Rolle spielt in diesem Thema heute. Und zwar das Pessachfest. Das Pessachfest ist ein Fest, die Israeliten feierten und immer noch feiern, als Gedenktag für den Tag, in dem die Israeliten von den Pharaon flohen und gerettet worden sind. Und diese Geschichte wird in Exodus 12 dargestellt. Ich lese einfach die Passagen und nicht den gesamten Text, weil dann wird das Video heute zu lang sein. In Exodus 12 steht: Der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sagte: Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Und dann beschreibt er weiter, wie dieses Lamm aussehen soll. Was sind die Kriterien für dieses Lamm? Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder ein Ziege müsst ihr nehmen. Er sollte es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Das heißt, wenn es anfängt, Nacht zu werden, dann soll dieses Lamm geschlachtet werden. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Das heißt, man schlachtet den Lamm nach der Abenddämmerung und bestreicht die Türpfosten und die Türhäuser der Israeliten, wo man das Fleisch auch essen soll, mit dem Blut. Ein paar Versen später sagt uns der Alte Testament im Exodus, warum man soll die Türe damit mit dem Blut bestreichen. Er sagt: Es ist ein Pessach für den Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Lande Ägypten jede Erstgeburt bei Menschen und Vieh. Das war der letzte Plage, der Gott auf die Ägypter, auf die Pharaonen damals liest. Und zwar, es soll an dem Tag jeder erstgeborene Mensch von den Mensch und vom Vieh sterben. Und als laut Alte Testament damit Gott die zwischen den Israelitenhäusern und den Nicht-Israeliten Ägypter unterscheiden kann. Ja, steht hier Gott, aber angeblich ist damit gemeint der Engel des Todes. Ja, sagen wir jetzt gute Absicht, so interpretieren. Aber es steht, dass Gott soll daran erkennen, wer sind die Häuser von Israeliten und was sind die Häuser von den Ägyptern. Und deswegen sollten die Türe und die Türpfosten mit dem Blut streichen. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Menschen und Vieh. Über alle Götter Ägypten halte ich Gericht. Ich, der Herr, das Blut an den Häusern, in denen er wohnt, soll euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorbeigehen. Das heißt, wenn Gott, oder sagen wir jetzt mit guter Absicht,
weil Gott braucht kein Zeichen. Wenn er Blut an den Häusern sieht, dann geht er zu dem nächsten Haus und erkennt er dadurch, dass es Israeliten sind. Genau. Soll für euch ein Zeichen sein, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorbeigehen und das wird und das vernichtende Unheil, das heißt das Sterben des Erstgeborenen, wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedankentag begehen, feiert ihn als Fest für den Herrn. Das ist das Pessachfest. Das heißt, vor dem Tag des Pessach soll jedes Haus ein Lamm kaufen und von den Priester schlachten lassen, also vor dem Tag des Pessachs, ja, nachdem der Abenddämmerung anfängt, soll das Lamm geschlachtet und ein Gericht vorbereitet. Ja, so wird das Pessach beschrieben. Jetzt gehen wir zu dem, endlich mal zum Thema heute, und zwar, wann starb Jesus? In Markus geht es mit Markus 14,12, die Vorbereitung des Paschamals, das heißt das Gericht an dem Tag vor dem Pessach. Am ersten Tag steht im Markus 14,12 steht, am ersten Tag des Festes der ungesäuertes Brot, an dem man das Paschalam zu schlachten pflegte. Ja? Ungesäuertes Brot, an dem Tag vor dem Pessach ungesäuertes Brot als Zeichen dafür, dass die an dem Tag, wo sie von den Pharao weggeflohen sind, nicht einmal die Zeit gehabt hätten, ihre Brot durchsäuern zu lassen. Die hatten es eilig, deswegen das Brot war, der hat nicht einmal die Zeit, eine Reiseverpflegung mitzunehmen. Und als Zeichen dafür, die sollten an dem Tag vor dem Pessachfest ein ungesäuertes Brot essen und ein Lamm schlachten. An dem ersten Tag des Festes ist der ungesäuertes Brot, an dem man das Paschalam zu schlachten pflegte, sagten die Jünger Jesus: Wo sollen wir das Paschamal für dich vorbereiten? Wo sollen wir das Gericht für den Tag vor dem Pessachfest vorbereiten? Dann antwortete Jesus denen und sagte ihnen, wo sie dieses Gericht vorbereiten sollen. Ein paar Verse später gab das letzte Mal, was Jesus mit seinen Jüngern aß, bevor er festgenommen wurde und starb. Markus 2, Kapitel 14, Vers 22. Während des Mahls nahm er, das heißt Jesus, das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, ja, er brach das Brot als Zeichen dafür, dass seine Leib gebrochen wird beim Foltern, wenn die Soldaten ihn foltern und kreuzigen. Dann brach er das Brot, reicht es ihnen und sagte, nehmt, das ist mein Leib. Das heißt, das Brot als Zeichen für den Leib, für seinen Leib, der gebrochen wird durch das Foltern von den römischen Soldaten. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihnen den Jünger und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes. Das heißt, als Zeichen dafür, dass dein Blut vergossen wird. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken. Und der Text geht weiter. Das heißt, wir haben das Mahl vorbereitet vor dem Tag des Pessachfest. Ja? Und dann gab dieses Mal zwischen dieses Gericht, zwischen die Sitzung zwischen Jesus und seinen Jüngern, wo er diese Zeichen, diese Gleichnis gemacht hat für seinen Leib, der gebrochen wird und so weiter und so fort. Dann gingen die draußen, ja, sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern,
sitzt euch hier, während ich bete. Und wir sind immer noch vor dem Pessachfest, der Tag davor. Ein paar Vers später, der ging wieder hin, betet und geht zurück, findet sie schlafend und weckt sie auf. Und dann geht sie beim allerletzten Mal, kam er zum dritten Mal und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Also die Zeit, wo er sterben wird, ist gekommen. Siehe, jetzt wird der Menschsohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da. Das heißt, einer von seinen Jüngern wird ihn ausliefern, das ist der Judas. Dann kommt zur Gefangennahme. Noch während er redete, kam Judas, einer von seinen Jüngern, der ihn ausgeliefert hat. Kam Judas, einer der Zwölfer, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewandt waren. Sie waren von den Hohepriester, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden, der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt hat. Er hat ein Zeichen mit den Soldaten vereinbart, hat gesagt, denjenigen, den ich küssen werde und begrüßen werde, das ist Jesus und den sollt ihr festnehmen. Dann nahmen die Jesus fest und dann bringten ihn zu der Hohepriester und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Dort wurde er befragt und die haben ihn laute Fragen gestellt, um einfach ihn ja als schuldig zu erkennen, aber er lieferte keine Antwort, der schwieg die ganze Zeit, während ihn sie fragten. Dann hat er die Nacht dort verbracht und am Tag darauf bringten ihn zum römischen Gouverneur sozusagen, der Pilatus. Dann Pilatus fragt ihn wieder und versucht herauszufinden, ob er schuldig war. Der Hohepriester und die Schriftgelehrten bestanden darauf, ihn zu kreuzigen und am Ende sprach Pilatus ihn als schuldig und befahl die Soldaten, ihn zu kreuzigen. Und Markus sagt uns genau, wann das geschah. Das heißt, der Tag, der Februar, das heißt, Jesus hat den ganzen Tag vor dem Pessach mit seinen Jüngern verbracht, aß mit ihnen das Pessachmahl sozusagen und am Tag darauf wurde er gekreuzigt. Und Markus sagt uns genau, um welche Uhrzeit er gekreuzigt und starb. Das steht in Markus 15, Kapitel 15, Vers 34. Und in der neunten Stunde schrie, das heißt in der neunten Stunde im Pessach, Festtag, an dem Tag, wo Pessach gefeiert wird, nicht der Tag davor. Und ich insistiere und erwähne immer da deswegen, wir sehen später warum. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lima sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ein paar Vers später, schrie Jesus mit lauter Stimme, dann hauchte er den Geist aus. Das heißt laut Markus, jetzt zusammenfassend, laut Markus, Jesus verbrach der Tag vor dem Pessach mit seinen Jüngern, aß mit ihnen das Gericht und im Tag danach in der um 9 Uhr starb er. Jetzt Johannes, ungefähr die gleiche Geschichte anders erzählt. Johannes zum Beispiel erwähnt nicht, dass Jesus dieses letzte Gericht vor dem Tag im Pessachfest mit seinem Ass, sondern er erzählt eine andere Geschichte, der keine andere Evangelist erwähnt, und den vier Evangelisten. Er erzählt zum Beispiel, dass er den Jünger die Füße gewaschen hat, anstatt das Mahl mit ihnen, das Gericht mit ihnen zu essen. In Johannes 13, Vers 1 steht, es war vor dem
Pascha-Fest, das heißt der Tag vor dem Pessach-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt vom Vater hinüber zu gehen. Da er die Seine liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand einmal statt und der Teufel hatte Judas. So erwähnte Judas, dass Judas Jesus ausgeliefert hat, ausliefern würde, wird. Es fand einmal, aber er sagt nicht, dass Jesus dieses Gericht, dieses Mal mit den Jüngern hat. Es fand einmal statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simons Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern, das heißt Jesus auszuliefern. Judas lieferte Jesus aus zu den römischen Soldaten. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand. Also hier wurde nicht dieses Gleichnis hier, nimmt das Brot, er bricht das Brot, nimmt es, das ist mein Leib, der gebrochen wird, und nochmal Wein, und das ist mein Blut, der vergossen wird. Das wird hier nicht erwähnt. Hier ist die Rede von der Fußwaschung der Jünger. Also Jesus stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jünger die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen. Wie gesagt, diese Fußwaschung wird nur von Johannes erwähnt. Dann geht es weiter, gibt es eine Abschiedsrede. Dreimal hier wird Jesus laut Johannes eine Abschiedsrede halten. Dann wird ihn von Judas überliefert. Steht hier in Kapitel 18, Vers 1. Nach diesen Worten geht Jesus, also nach dieser Abschiedsrede, nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging mit seinen Jüngern hinein. So hier ist die Rede von einem Garten. Markus nimmt den Wort Gethsemane. Auf alle Fälle. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener, der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Dann ging es weiter, Kapitel 18, im gleichen Kapitel, dieses Mal Kapitel 18, Vers 12. Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest. Das heißt, die nahmen ihn fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Dann stand er später vor dem Hohenpriester. Er stellt ihn wieder Fragen. Aber dieses Mal, Jesus bleibt nicht schweigen, antwortete. Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger. Also Kapitel 18, Vers 19. Also wie gesagt, ich bespreche die Passagen, erläutere nur die Verse, die ein rundes Bild zu diesem Thema geben. Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor allem Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheim gesprochen. Also hier antwortet Jesus. Markus sagt, Jesus bleibt still und antwortet nicht. Dann brachten ihn im gleichen Tag vor dem Pessach. Also wohlgemerkt, Markus sagt, er verbringt den Tag vor dem Pessach mit seinen Jüngern, dann verbrach er ihn in Gefangenschaft und dann im nächsten Tag bringen ihn zu Pilatus. Johannes sagt, in dem gleichen Tag vor dem Pessach,
wurden von den Hohepriester befragt und dann später brachten ihn zu Pilatus, der Gouverneur, der römische Gouverneur. Dann befragt ihn Pilatus wieder und Jesus antwortete. Und dann sagt uns Markus, wann wurde ihr als schuldig gesprochen und wann wurde ihr gekreuzigt. Und das steht in Kapitel 19, Johannes 19, Kapitel 19, Vers 13. Auf diese Worte hin ließ Pilatus, nachdem Pilatus zu Jesus sprach, fragte ihn und so weiter und so fort. Und dann die Pharisäer und die Schriftgelehrten bestanden darauf, ihn zu kreuzigen. Auf diese Wörter hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richtstuhl an dem Platz der Lithostros auf Hebräisch, Gabata, heißt, es war Rüsttag, wann dieses Urteil gesprochen wurde von Pilatus. Es war Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, seht euer König, sie aber schrien hinweg, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, eure König, soll ich kreuzigen? Fragend. Die Hohenpriester antworten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihn Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Also, Johannes sagte, dass Jesus an dem Tag vor Pessach gekreuzigt wurde, um die sechste Stunde. Markus sagt, dass, also hier Johannes sagte, dass Jesus um die sechste Stunde gekreuzigt wurde und dann später, also ungefähr Nachmittag, also ungefähr, also wenn er der Urteil wurde gesprochen, um die sechste Stunde an dem gleichen Pessachtag und später ungefähr Nachmittag starb Jesus. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, weil er sagte, ich bin Durst, nachdem er gekreuzigt wurde, hatte er Durst und dann versuchten ihn ein Essig zu geben. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Also dann starb er. Hier, Markus sagt, dass Jesus an dem Pessachtag starb um die neunte Stunde. Johannes erwähnt diese Fußwaschung und sagt, dass Jesus an dem gleichen Tag vor dem Pessach starb, an dem Tag, wo dieses Lamm geschlachtet wird, wo das Gericht vorbereitet wird. Er erwähnt aber nicht, dass Jesus dieses Gleichnis mit seinen Jüngern gemacht hat und denen erzählt hat, dieses Brot als Zeichen für sein Leib, der gebrochen werden, den Wein als Zeichen für sein Blut, der vergossen wird. Dann zwei Uhrzeiten. Der eine sagt an dem Tag, Johannes sagt an dem Tag vor dem Pessach, Markus sagt an dem Tag nach dem Pessach. Und um zu verstehen, warum Johannes besteht darauf, dass Jesus an dem Tag vor dem Pessach starb, wo dieses Lamm geschlachtet wird, schauen wir uns den Vers 1 vom Johannes, Vers 1, Kapitel 1, Vers 29. Dort bezeichnet Johannes den Täufer bezeichnet Jesus als Lamm. Im Johannes Kapitel 1, Vers 29 steht, am Tag darauf sah er Jesus, das heißt Johannes der Täufer, sah Jesus zukommen und sagte, seht, das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt hinweg gewinnt. Das heißt, laut Johannes ist Jesus das Lamm Gottes, der die Sünder der ganzen Menschheit wegspülen soll. Und deswegen soll Jesus genauso sterben an dem gleichen Tag, an dem gleichen Uhrzeit, ja, wo dieses Lamm für den Pessach geschlachtet wird. Und dieses Lamm vom Pessach, des Pessachfestes, wird an dem Tag vor dem Pessach, an dem Tag vor dem Pessach geschlachtet und am Nachmittag wird das Gericht gegessen. Und deswegen hat Johannes einen historischen Zeitpunkt geändert, um seine Theologie, nämlich Jesus als Lamm Gottes zu betrachten, dieses Theologiegericht zu werden. Wir sehen hier, wer Dr. auch Bart Ehrman sagt, menschliche Produkt, zwei Geschichten, zwei Evangelisten erzählen von zwei Perspektiven. Also wir haben hier nicht einmal die Texte eins zu eins verglichen, weil Johannes schreibt viel ausführlicher als Markus. Er erwähnt andere Sachen, die Markus nicht erwähnt hat. Er erwähnt zum Beispiel hier die Fußwaschung. Markus erwähnt das nicht. Markus erwähnt, dass Jesus mit seinen Jüngern dieses Gericht zum letzten Mal aß. Johannes erwähnt nur, dass es ein Mahl gab und dass Jesus nicht gegessen hat. Da stand auf und goss Wasser und wasch den Jüngern die Füßen. Das heißt, Johannes hat einen historischen Zeitpunkt geändert, um seine Theologie Jesus, nämlich Jesus als Lamm Gottes, darzustellen, hat dieser historische Zeitpunkt geändert. Und man sieht hier, dass die Bibel viele Diskrepanzen hat. Diskrepanzen, die man gar nicht zusammenführen kann. Wenn wir jetzt die zwei Evangelien, ja, diese zwei Geschichten zusammenführen wollen, dann werden wir zum Beispiel Johannes nicht gerecht werden oder Markus nicht gerecht werden, weil der eine sagt A, der andere sagt B. Und auch wenn, das heißt, die zwei Geschichten kann man nicht zusammenführen, um einfach eine Konsolidierung zu machen zwischen diesen zwei Texten. Und deswegen, man sieht hier, das gibt es Diskrepanzen. Man könnte sagen, so what? Ja, was soll das? Der Jesus starb und gekreuzigt, das war's. Aber in der Detail liegen die Diskrepanzen. Diese Details sind klein. Aber wenn man die Lupe drauf setzt, dann sieht man, was sind die Ideen dahinter gewesen? Warum hat Johannes das so geändert? Ja? Und da sieht man, dass die Bibel viele Diskrepanzen hat. Nochmal erwähnt, Johannes schreibt noch viel ausführlicher. Markus erwähnt Sachen, die Johannes gar nicht erwähnt. Und auf diese Art und Weise lassen sich diese zwei Geschichten nicht zusammenführen und nicht konsolidieren. Und auch das Wort konsolidieren in Betracht auf Gottes Wort, das ist nicht angebracht. Warum soll ich das konsolidieren, wie das Gottes Wort ist? Dann sollen die Geschichten einfach nicht diametral zueinander stehen. Die sollen sich vielleicht ergänzen, aber nicht diametral zueinander stehen. Und daran erkennt man, dass die Bibel wirklich, wie Herr Dr. Bart Ehrman erwähnt hat, in seinem Buch nochmal erwähnt, Revealing the Contradiction of the Bible and Why We Don't Know About Them. Ich hoffe, dass dieses Video wiederum euch weitergeholfen hat, den Standpunkt der Muslime zu verstehen, warum wir sagen und glauben, dass die Bibel geändert wurde. Klar, die Bibel enthält immer noch Sachen, lehrt Sachen zum Beispiel, was ist das Gute, was ist das Böse, aber das ist nicht das originale Evangelium, den Jesus durch Allah subhanahu wa ta'ala offenbart wurde. Heute ist das erste Video gewesen. Bis zum nächsten Mal mit dem zweiten Diskrepanz und mit dem zweiten Video. Assalamu alaikum. Wir wollten nochmal erwähnt, wir wollten niemanden beleidigen, das ist nicht unser Ziel.
Wir stehen einfach dem zu Debatten. Ihr könnt genauso das, der gleiche Kritik an dem Koran üben und versucht einfach eine, ja, einen Widerspruch zu finden. Assalamu alaikum, bis zum nächsten Mal.